heißt, ich muss mit dir anfangen, die Flaschen zu benutzen. Und wenn ich zu viele Flaschen benutze, kann ich... Oh, sieht komisch aus. Ach so, wegen dem Licht. Wenn ich zu viele Flaschen benutze, kann ich etwaige Bosse nicht schaffen. Jo. Weg, weg, weg. Oben ist noch so ein Vieh. Abfall. Hey. Da geht's runter. Oh. Was zum... Was ist der richtig wehgetan? Heilung. Okay, 15 Tränke müssen trotzdem noch für fast alles reichen an Bossen. Solange ich jetzt im Begriff habe, wie die Taktik funktioniert. Moment mal. Laufe jetzt gerade zurück? Ja. Hier geht's rein. Da geht's rum. Und es geht nicht hoch, sondern nur runter. Okay. Also hier vorne die Treppe. Da sind ein paar von euch, ja? Ja, sehr schön. Sprungangriff. Also Fallsprung, wie auch immer man das nennt. Sprungangriff ist eigentlich das hier. Was haben wir hier? Eine verdächtige Nische? Ja, aber ist nichts. So, Jungs, kommt mal. Ja. Armbrust ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Außer sie schießt gerade im Boden. Dann ist es nicht so toll. Nächster. Oh, komm schon. Und wo ich das wahnsinnige Kichern gerade höre, muss ich an Asylum denken. Also an eine Irrenanstalt. Da haben wir auch noch was zu tun, ne? Was Weiches und Flauschiges beim Nest. Oh, ah, oben ist... Oh, oh. Ja. Lauf mal ganz kurz. Weiter. Trink einen Trank. Und hau die Kaputnik. So. Heilung. Also was Warmes und was Flauschiges. Ich hatte damals nicht wirklich was in meinem Inventar gesehen. Aber in den Kommentaren stand irgendwas von mir fallen ad hoc 8 Gegenstände an, die du dabei hast, die du dem Viech geben könntest. Das hat mich ein wenig irritiert. Also könnte man sich theoretisch einfach mal dahinstellen und Sachen da reinwerfen. Grüne Scherbe. Wie zum Beispiel auch die Fürstenseelen. Oder allgemein die Bossseelen. Also die Fürstenseelen haben wir alle schon in den großen, in das Herrschergefäß getan. Aber die ganzen anderen Bossseelen, die könnte man da mal reinlegen, wenn das denn geht. Ah, Fahrstuhl? Ja. Was? Ja. Welcher Fahrstuhl bist du jetzt? Du bist der, der hinter dem Bossraum ist. Okay. Runter. Es geht hier dein schön tief runter. So, und da geht's weiter. Da, wo die ganzen Gegner sind. Macht Sinn, ha? Da hinten ist wieder ein Zau. Das sieht anders aus. Das da hinten. Sieht nicht aus wie so eine normale Hexe. Von den Viechern. Komm her. Eins. Zwei. Drei. Zwei. Oh. Au. Trink. Das ist nicht schön. Vor allem, das ist körperlicher Schaden und wir haben eine sehr starke Rüstung und ein gutes Schild. Und trotzdem macht das so viel Schaden. Das ist au. Schon krass. Zweihändig. Ja, kein One-Hit.
Und irgendwas geht da gerade völlig ab. Hier hat irgendwas tierisch rumgeschrien. Okay. Das da hinten sieht immer noch sehr komisch aus. Und die Statuen sind kein bisschen creepy. Hallo? Du bist kein richtiger Boss. Du wurdest nicht... Oh, wir können dich benutzen, um die Statuen kaputt zu machen. Das könnte wieder was bedeuten. Mach mal kaputt. Oh, interessant. Jo. Hier, weiter. Jo. Jo. Hier noch. Ich glaube, das war's auf der Seite. Dann mache ich hier weiter. Du läufst sogar schon in die richtige Richtung. Das ist sehr nett von dir. So, hier. Ich hoffe mal, es sind jetzt nicht irgendwelche Schutzstatuen, die mir helfen beim nächsten eigentlichen Boss. Aber es ist einfach zu verlocken, um zu gucken, ob hier irgendwas Besonderes passiert. So, die hier noch. Das waren alle. Ja, nö. Hat nichts gemacht. Okay, dann... Au, du hältst ja richtig viel aus. Du bist Mr. Körperlich, hm? Viel körperlicher Schaden, viel körperlicher Schutz. Also quasi wir. Das ist nicht gut. Nicht gut. Au, okay. Ich habe da eine kleine Sache, die ich machen möchte. Schild hoch. Genau, trinken. Dann hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne das Harz in der Quickleiste, aber das werde ich nicht schnell genug schaffen. Denke ich. Nee. Ja, obwohl, warte mal, wenn ich den Cursor nochmal. Oh, nee. Komm, mach irgendwas. Zweihändig? Oh, zweihändig macht richtig viel mehr Schaden. Warum auch immer. Okay. Kettengamaschen. Leicht zu fertigen und da in der Welt der Menschen häufig anzutreffen. Ja, gut. Das war jetzt komisch. Wir würden gerne weiter runter mit den Kettengamaschen. Oh, neuer Fahrstuhl. Guck. Kick. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Große Scherbe mal zwei. So, hier wird es jetzt langsam richtig dunkel. Und wir sind in einem Gefängnis. So, ich hätte gerne Menschlichkeit. Und ich würde gerne ein bisschen Zeit am Lagerfeuer verbringen. Ausbildung umkehren. Ja. Entfachen. Ja. So, das war jetzt 10. Entfachen. Ja. 15. Und 20. Sehr gut. Raus. Achso, und einmal noch aufsteigen und wieder stärken.
Und ja, jetzt hätte ich eigentlich 2 Punkte zusammen gehabt und hätte damit, ne, Decks holen können. Oh nein. Traumatisiert. Ich bin im Grabmal der Riesen, oder? Schlund des Abgrunds. Oder so. Oh, Funkel. Na, komm her. So. Funkeldetonit und weiße Brocken. Ah, man kann wenigstens gut erkennen, wo ihr seid. Ihr funkelt im Dunkeln. Und es ist nicht so schlimm wie das Grabmal der Riesen. Das war ja wirklich zappenduster. Hier geht das ja. Ah, da sind sogar die Zauberer mit bei. Alles unschick. Oh, 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 oh. Ja, aber das hätte schon sein Ende sein können, wenn der Blitz da getroffen hätte. Oh, wo bist du? Da bist du. Ja, ja, ja. Gott. Gott. Heilung, um die schönen Flaschen nicht zu verbrauchen. Dann guck mal, was hier drin ist. Eine finstere Träne. Finstere Träne. Die Zauberei des Abgrunds, entdeckt von einem Olakiel-Zauberer am Rande des Wahnsinns. Genau das gleiche wie hier. Einzige, was sich ändert, ist, dass mehrere Kugeln geschossen werden. Hm. Hallo? Schild. So. Also ich glaube, oben gab es noch einen anderen Weg, den ich hätte gehen können. Hier unten sehe ich bisher nur den. Das war jetzt so eine kleine Abzweigung für den Zauberspruch. So, hier haben wir rechts. Ja, ja, ja. Einmal geht's da weiter runter. Und hier ist nichts. Runter, 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 runter. Oh. Oh, warte mal ganz kurz. Wenn wir hier schon am Schlund des Abgrunds sind, sollte ich vielleicht den Abgrundschreitring tragen. Nur so für den Fall. Könnte ja sein, dass es wichtig ist. Oh, die bewegen sich ja. Ich dachte, ihr wärt nur Deko. Kommt ihr jetzt alle zu mir? Ah, Kaka. Okay. Wenn der Ring hilft, hilft... Wow. Hilft er nicht viel. Irgendwo ist da ein Zauberer zwischen. Au. Okay. Okay, okay, okay. So, warte mal. Es klappt. Nicht besonders super toll, aber es klappt. Und wir haben 85 Bolzen dafür. Ich hoffe mal, es sind endlich viele. Ja, sie haben Angst vor unserer allmächtigen Armbrust. Flieh, flieh. Oh. Da unten ist die Hexe. Die hätte ich gerne. Ja, so nicht. Kann ich auf euch da unten ziehen? Nee, aber ich könnte da runterspringen. Aber nee, Hexe zuerst. Einfach von Stalagmit zu Stalagmit. Zack. Da unten ist komisches Wasser, das will ich nicht. Oh. Das war nicht nett. Keine Illusions... Was? Keine Illusionswand, wo Loot hinter ist, sondern eine Illusionsfallgrube. Und hier ist die Katze. Oder auch nicht.